ja, warum die Awareness Week so wichtig ist, kann ich vielleicht auch mit Zahlen ausdrücken. Jede 10. Frau ist von Endometriose betroffen und im Kinderwunschzentrum ist es praktisch jede 2. Frau. Darum ist mein persönliches Ziel von dieser Awareness Week, so diesen Aspekt noch zu beleuchten und Frauen mit Endometriose und Kinderwunsch oder auch zukünftigen Kinderwunsch zu beraten und ihnen vielleicht auch mitzugeben, den Moment nicht zu verpassen, sich im Kinderwunschzentrum vorzustellen, nicht allzu spät, weil eben der Altersfaktor dazukommt oder die Endometriose ausgeprägt ist, kann man vielleicht auch mit den heutigen Kinderwunschtherapien nicht mehr allzu viel anbieten. Aber ich werde den Frauen auch die Angst nehmen vor dem Satz Endometriose gleich unfruchtbar oder Endometriose gleich ich habe nie Kind. Ein anderes Herzensprojekt von mir sind auch die Jugendlichen zu begleiten mit der Diagnose Endometriose oder die eben so an starken Menschbeschwerden leiden, dass sie nicht mehr in die Schule gehen oder soziale Rückzüge haben. Auch in dieser Altersgruppe ist es ganz wichtig, dass man darüber redet, viel redet. Und das machen wir zusammen am Stand, am Waisenhausplatz am 10. März. Ich würde mich extrem freuen, viel von euch dort zu sehen.